Moin und herzlich willkommen bei Smart gemacht. Ich bin Sebastian und heute möchte ich euch ein bisschen was über Türkommunikation erzählen. Vor allem, welche Techniken es gibt, was ihr beachten müsst, wie ihr sie beim Neubau einsetzt und wie ihr sie nachrüsten könnt. Nur klingeln war gestern. Heutzutage möchte ich gerne einfach vom Sofa aus sehen können, wer vor der Tür steht, ob mein Paket kommt, ob meine Pizza kommt, ob ich Freunde oder Freundinnen reinlassen möchte. Und ich möchte vielleicht nicht mal aufstehen, ich möchte das vielleicht vom Sofa aus tun. Und dafür gibt es Türkommunikationssysteme. Und die wiederum unterteilen sich in grundsätzlich zwei Techniken, und zwar Zweidraht und IP. Der Unterschied ist hauptsächlich die Verkabelung und die Stromversorgung. So würde ein Zweidrahtsystem mit zwei Drähten versorgt werden. Das heißt, das, was man von der Klingel oder dem Gong quasi da schon hingeführt hat, das kann man dann quasi benutzen. Das kann man als Nachrüster auch eventuell weiterverwenden, ohne dass man neue Kabel ziehen muss. Und die IP-Türsprechanlage, die würde entsprechend ein Netzwerkkabel benötigen. Und die kann wiederum über das Netzwerkkabel mit Strom versorgt werden, wenn man PoE benutzt, kann aber auch mit separaten Kabel dann versorgt werden. Währenddessen die Zweidrahtanlage den Strom sowieso immer über diese zwei Drähte kriegt, wo auch das Signal für die Kommunikation drüber läuft. Das heißt, man entscheidet sich erstmal, mit welcher Technik kann ich überhaupt arbeiten oder möchte ich überhaupt arbeiten. Und dann guckt man sich den Rest an. Und wie sich das Ganze verdrahtet, das zeige ich euch jetzt kurz an der Tafel. So, hier haben wir jetzt eine Skizze, beziehungsweise zwei Skizzen, jeweils einen ganz groben Grundriss, einfach nur fürs Prinzip. Und oben haben wir eine Zweidrahtsituation, die werde ich in Rot dann verkabeln sozusagen, und unten haben wir eine IP-Situation. Und weil das so unglaublich einfach zu machen ist, eigentlich in beiden Fällen, brauche ich auch nicht viel mehr machen, als da zwei, drei Linien reinzuzeichnen und fertig. Oben haben wir die Situation, das könnte sogar ein Nachrüstfall sein, da haben wir Zweidraht. Jetzt haben wir hier zum Beispiel irgendwo unseren Verteilerkasten, dann haben wir hier im Flur unseren Gong. Und hier draußen haben wir ganz normale Klingel bisher gehabt. Und dann würde jetzt quasi die Verdrahtung so aussehen, dass ich hier quasi einmal eine Leitung in den Gong rein und dann zur Klingel führe und eine Leitung einfach direkt zur Klingel führe. Und die Klingel würde entsprechend dann den Stromkreis zum Gong einfach schließen oder öffnen und dadurch gongt es halt. Das wäre jetzt quasi Bestandsinstallation. Wenn ich jetzt eine Zweidrahtanlage installieren möchte als Nachrüster, dann würde ich ganz einfach hingehen und würde sagen, ich klemme das Kabel hier am Gong einfach durch, dass das nicht mehr den Gong speist. Der Gong kommt weg, da kommt eine Spelzbergdose hin und ich verklemme das Kabel einfach direkt damit, sodass einfach beide Adern direkt von der Verteilung zur Außenstation führen, wo ehemals die Klingel war. Stattdessen setze ich hier aber die Außenstation hin. Ihr kriegt also die beiden Adern dran einfach. Der Gong entfällt dann komplett. Und dann würde ich entsprechend hingehen und würde sagen, hier, wo im Verteiler der Klingeltrafo war, da stattdessen jetzt zum Beispiel ein Audio- oder Videosystemgerät, ein Audio-Video-Spannungsversorgung einzusetzen. Und entsprechend würde da die Spannung für das System herkommen und dann kann ich entsprechend darüber die Außenstation speisen. Das Einzige, was ich dann noch nicht habe, ist eine Innenstation, weil man logischerweise den Gong irgendwo bei 2 Meter hoch oder sowas montiert über der Tür. Und das ist eine Situation, da könnte ich natürlich die beiden Kabel abgreifen und könnte Innenstation montieren, aber will man wirklich eine Innenstation in 2 Meter Höhe über der Tür haben? Das heißt, ich müsste dann gucken, ob ich irgendwo die beiden Kabel abgreifen, woanders hinführen kann und da eine Innenstation dann hinsetzen. Das wäre die einzige Variante, wo man entsprechend dann nochmal ein bisschen umbauen müsste. Außer natürlich, man würde dann IP-Gateway verwenden und würde dann wiederum im Verteiler Netzwerkanschluss haben und das Ganze aufs Handy schicken. Das ginge dann auch. Das wäre die Zweidrahtanlage. Vereinfacht gesagt, zwei Drähte vom Verteiler direkt bis zur Außenstation. Und im Optimalfall könnte man dann noch abzweigen und sagen, ich gehe hier mit den Drähten nochmal hier rüber. Und dann habe ich hier noch meine Innenstation vielleicht dran gesetzt. Die kann man sich natürlich auch mehrfach ins Haus ziehen, je nachdem, wo man sie haben möchte, wenn man halt die Möglichkeit hat, das Kabel zu ziehen. Das ist eigentlich alles, was eine Zweidrahtanlage ist. Das ist sehr, sehr einfach und stumpf. Da braucht man nicht viel Bedenken bei. Die Drähte hat man eventuell schon liegen. IP sieht ganz anders aus. Hier gibt es zum Beispiel keinen Gong, weil das jetzt ein Neubau ist. Weil wenn man dann Gong hat, ist der Gong relativ egal für die ganze Geschichte. Den kann man eh nicht benutzen, beziehungsweise man kann ihn benutzen, aber man kann ihn dafür nicht benutzen. Die Verdrahtung ist egal. Das heißt, die IP-Anlage sieht ein bisschen anders aus. Bei der IP-Anlage haben wir wieder unseren Verteilerkasten hier. Dann haben wir außen unsere Anlage schon mal. Und um das zu verkabeln, würden wir jetzt hingehen und würden sagen, entweder von hier, wenn da Netzwerkverteilung ist, oder von irgendwo anders, wo Netzwerkverteilung ist. Sagen wir, hier ist jetzt ein Multimedia-Feld mit einem Patch-Panel drin. Dann würden wir hier unser Netzwerkkabel nehmen, ganz normales Cat7a-Kabel oder was man gerade so installiert. Und führen das entsprechend hier immer runter an die Außenanlage ran und sind fertig. Jetzt könnte man noch argumentieren, da fehlt ja die Stromversorgung. Jein.
man könnte jetzt noch ein paralleles Kabel dazu führen, quasi auch wieder zwei Draht mehr oder weniger, und könnte darüber einfach die Versorgungsspannung schicken. Man könnte aber auch einfach PoE hier drauf geben, also entsprechend einen PoE-Injektor oder einen PoE-Switch benutzen, sodass die Netzwerkleitung schon die Spannung mitführt und dann könnte man mit PoE die ganze Anlage speisen und hat mit einem Stecker alles abgedeckt. Das heißt, die Verdrahtung hier im IP-Fall ist eigentlich noch einfacher, in Anführungsstrichen, ist aber natürlich null, was man nachrüsten kann, ohne alle Wände aufzustemmen. Innenstationen im IP gibt es dann auch. Die haben auch oft Netzwerkanschlüsse, die haben manchmal auch WLAN. Das heißt, man kann entsprechend da dann ein bisschen damit spielen, wie man sie installiert. Logischerweise, wenn die nicht ein Netzwerk haben, wo PoE drüber laufen kann, sondern nur WLAN, dann werden die Dinger natürlich noch irgendeine Spannung brauchen. Das kann aber auch ein Steckernetzteil sein. Das heißt, man kann sie auch aufs Sideboard stellen und kann entsprechend dann eine Steckdose drunter nehmen und einfach darüber versorgen. Kann man sich dann aussuchen. Oder man setzt eine Schalterdose. Wenn man einen Neubau hat, kann man eine Schalterdose in die Wand setzen, worüber man entsprechend dann den Strom nachher bereitstellt. Aber das ist eigentlich alles, was bei IP ist. Ein Netzwerkkabel plus minus vielleicht noch ein, zwei andere Netzwerkkabel oder man schickt es aufs Handy. Also, wie ihr seht, Nachrüstfall ganz einfach, auch wenn es nicht nachgerüstet wird, ganz einfach. Ein Kabel zur Anlage, ein Kabel zur Innenstation. Das gleiche in grün, nur mit IP. Und bedenken kann man, Zweidrahtanlagen kann man von vielen Herstellern auch auf IP bringen, wenn man das möchte. Ist das nicht daran gebunden, dass eine reine IP-Anlage benutzt wird, sondern Zweidraht kann häufig auch aufs Handy geschickt werden. So, nachdem wir jetzt wissen, wie das Ganze verkabelt wird und da vielleicht schon mal uns ein Bild davon gemacht haben, was überhaupt geht, kommt jetzt der zweite Teil, und zwar, welche Vor- und Nachteile die Anlagen jeweils haben. Was wir hier sehen, sind zwei beispielhafte Komponenten eines Zweidrahtsystems. Das ist jetzt ein Giro 106 Audio-Modul und das ist ein Videosystemgerät, Steuergerät. Und das Videomodul liegt da drüben. Und diese beiden Module, die würden entsprechend dann ja eingebaut werden müssen, sozusagen. Das hier in den Verteiler, das hier außen an die Tür. Und dann würde ich noch eine Innenstation brauchen zumindest. Ich würde für Video jetzt auch noch ein Videomodul brauchen. Das heißt, ich bin so bei 4-5 Geräten auf jeden Fall, die ich verbaue. Und das heißt, Vorteile, Nachteile, Zweidraht. Vorteil, ich habe eine feste Innenstation. Vorteil ist auch, ich kann mit zwei Drähten arbeiten. Ich kann auch in Nachrüstsituationen vielleicht oftmals noch was damit machen. Und ein weiterer Vorteil ist, dass jeder Hersteller, der Audioanlagen oder generell Türsprechanlagen macht, eigentlich immer Zweidrahtsysteme führt. Das ist das gängigste System. Das heißt, ich habe dann die meiste Auswahl, die meisten Designs, aus denen ich wählen kann, etc. Das heißt, mit einem Zweidrahtsystem, wenn ich generell was Schickes suche, kann ich auf jeden Fall was finden. Und da kann ich auch in den meisten Situationen was mit installieren. Selbst wenn ich neu baue, kann ich natürlich auch für Zweidraht vorrüsten. Ist ja auch egal, ob das über ein Netzwerkkabel geht oder über ein anderes Kabel. Prinzipiell kann ich sogar IP hinlegen und dann Zweidraht nutzen. Kein Problem. Nachteile sind, beim Zweidraht bin ich relativ gebunden daran, dass ich eine Innenstation brauche. Weil ich standardmäßig erstmal nicht jedes Zweidraht auf IP kriege. Also Jira hat jetzt, ich gehe das kurz holen. Jira hat jetzt beispielsweise das IP-Gateway. Das ist übrigens das Kameramodul, was noch gefehlt hatte eben. Das sieht sogar so aus. Sieht doch bei jedem anders aus. Jira hat das IP-Gateway. Das heißt, bei Jira könnte ich jetzt zum Beispiel raufgehen und könnte sagen, ich möchte das ganze Ding auf dem Handy haben und ich möchte vielleicht nicht mal eine Station an der Wand haben. Und dann sind meine Wände halt kahl und nicht verunstaltet, sag ich mal. Weil wenn das später mal abgebaut wird, dann wäre da halt ein Loch, ne? Oder beziehungsweise wäre eine Dose und die müsste erstmal wieder zu. Kann ich vermeiden. Das kann man nicht bei jedem Zweidrahtsystem machen, sondern andere Zweidrahtsysteme, die man so kriegt auf dem Markt, nicht alle, aber einige, haben halt kein IP-Gateway. Das heißt, man sitzt dann da und hat halt dann immer dieses Analoge mit Innenstation und ich kriege es dann nicht aufs Handy. Wenn ich also modern mit der Zeit gehen will, dann muss ich mir eins suchen, was auch wirklich ein IP-Gateway hat, so wie das hier, damit ich das entsprechend umsetzen kann. Aber dafür habe ich zumindest, wenn ich Innenstation will, immer eine relativ bezahlbare Innenstation, die ich mir einbauen kann. Das ist bei IP wiederum anders. So, jetzt haben wir vier Komponenten gesehen. Da kommen in der Regel noch ein oder zwei zu, und zwar die Innenstation. Jetzt kommen wir zu IP. Das ist ein IP-System. Das ist die einzige Komponente, die man wirklich braucht bei IP. Das ist hier in dem Moment eine Doorbird, eine 11er-Station. Und die ist effektiv alles, was man braucht. Man steckt das Netzwerkkabel hinten rein. Hier gibt es irgendwo einen Kabeleinlass. Den kann man, glaube ich, hier irgendwo durchführen. Und dann hat man entsprechend seine ganze Geschichte da schon installiert und hat das Bild und den Ton und die ganze Steuerung auf dem Handy. Und das ist der Vorteil von IP. Ich brauche ein Kabel, einen Stecker, ein einziges Teil, was ich installiere. Und ich habe alles. Das resultiert im nächsten Vorteil von IP. Das ist in der Regel kostengünstiger, weil ich ja nicht so viel Technik habe. Ich habe ein einziges Teil. Und im Umkehrschluss ist das auch ein Nachteil, weil hier habe ich einen Single Point of Failure. Hier habe ich ein Teil, das kaputt gehen kann und dann geht nichts mehr. Bei einer
Zweidrahtanlage, könnte vielleicht ein Schaltkanal kaputt gehen und ich kann die Tür nicht mehr öffnen. Wenn hier irgendwas kaputt geht, kann ich Pech haben, das ganze System fällt komplett aus. Bei Zweidraht kann ich das Glück haben, dass nur die Kamera kaputt geht, aber ich kann auch sprechen. Hierbei kann ich auch das Pech haben, dass irgendwo zentral der Mikrocontroller kaputt geht und es geht nichts mehr. Das ist hier wahrscheinlicher als beim anderen System wahrscheinlich. Außerdem bin ich immer abhängig davon, dass der Router noch funktioniert, dass das Netzwerk noch da ist und wenn ich mobil darauf Zugriff haben will, dass ich im Internet bin etc. Das ist logischerweise ein Zweidrahtsystem standardmäßig nicht der Fall, weil ich nicht Internet habe, aber hierbei, auch wenn es übers Handy geht, wenn der Router aussteigt, dann habe ich kein Signal mehr. Beim Zweidrahtsystem ist es unabhängig von der Fritzbox. Also, Vorteile von IP, einfache Installation, ein Kabel, eine Komponente, meistens günstiger und dazu noch meistens mehr Einrichtungsmöglichkeiten in dem Teil selbst. Das heißt, ich habe hier meine IP-Außenstation und ich habe da ein in der Regel Browser-Interface oder eine App dafür und da kann ich zum Beispiel dann auch so eine Sachen machen wie RFID-Karten für die Putzkräfte hinterlegen, sodass die an Samstagen zwischen 11 und 13 Uhr rein dürfen, ohne dass ich da sein muss und so ein Zeug. Das kann man bei den meisten Zweidrahtsystemen nicht. Bei IP sind solche Sachen gang und gäbe, die sind mit dabei. Genauso wie mobilen Zugriff auf das ganze System, mobil die Kamera, einmal gucken, Aufnahmen von den verpassten Klingeln und so weiter. Weil wenn jemand halt quasi an der Tür war, den ich nicht irgendwie ansehen konnte. Das sind Sachen, die standardmäßig halt hier drin möglich sind und die andere Systeme vielleicht nicht haben und die einfach nur dabei sind. Für weniger Geld, mit weniger Aufwand sozusagen, hat alles seine Vor- und Nachteile. Was ihr jetzt nehmen sollt, das müsst ihr effektiv selber gucken. Ich persönlich würde ja sagen, als Vorschlag, wenn ihr neu baut, IP mal einplanen und wenn ihr dann sagt, das gefällt mir vom Design nicht, dann liegt das Netzwerkkabel aber schon, könnt ihr darüber auch Zweidraht nutzen. Und wenn ihr einen Altbau habt oder eine Sanierung macht oder sowas und ihr habt da schon Kabel und wollt nicht alle Wände aufmachen, überlegt mal, ob ihr mit Zweidraht klarkommt und wenn ihr es auf dem Handy haben wollt, IP geht wie extra kaufen, in die Verteilung hängen. Das war's dann auch schon wieder mit Smart gemacht. Ich freue mich, wenn ihr was mitnehmen konntet, wenn ihr dank dieses Videos euer System besser planen konntet oder zumindest einen besseren Überblick habt, was die Systeme eigentlich können, was für euch in Frage kommt. Und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und noch mehr Tipps von uns abgreift. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte das Video liken, unten kommentieren, bei Fragen auch gerne uns anrufen oder eine Mail schicken oder hier drunter schreiben und dann gucken wir uns nächstes Mal an, ob wir noch irgendwie weiterhelfen können.